Heute werfen wir einen kurzen Blick auf die Neuausgaben der Deutschen Post für Oktober 2023. Quelle der Abbildungen ist das Bundesministerium der Finanzen. Herausgegeben wurden die nachfolgend gezeigten Marken alle am 5. Oktober 2023. 100. Geburtstag von Bernhard Karl, Bert Trautmann, Michelnummer 3787. Bernd Trautmann wurde in England als erster Deutscher 1956 zum Fußballer des Jahres gewählt. Nach seiner aktiven Laufbahn war er als Trainer für den DFB tätig und engagierte sich später mit seiner Stiftung für die Integration von ausländischen Jugendlichen. 1997 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. 2004 ehrte ihn Queen Elizabeth II. Mit dem Titel Officer of the British Empire für seine Verdienste um die deutsch-britischen Beziehungen. 2008 erhielt er von der Deutschen Akademie für Fußballkultur den Walter-Bensemann-Preis und der DFB verlieh Trautmann das Ehrenzeichen in Gold mit Brillant. Gestaltung des Postwertzeichens durch Andreas Ahrens, Hannover. Foto von Picture Alliance dpa. Text Robert Marciniak, Lieblingsfilm GmbH. Postwertzeichen anlässlich des 100. Geburtstags von Ottfried Preußler, Michelnummer 3788. Ottfried Preußler ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Autoren deutscher Sprache. Sein Gesamtwerk umfasst über 35 Bücher, die in 55 Sprachen und mehr als 350 Ausgaben übersetzt wurden. Zu Ottfried Preußlers umfassendem Werk gehören die Kinderbuchklassiker Der kleine Wassermann 1956, Die kleine Hexe 1957, Der Räuber Hotzenplotz, wie hier zu sehen, 1962, Das kleine Gespenst 1966, ebenso wie der 1971 erschienene Roman Krabat, für den er den deutschen wie den europäischen Jugendbuchpreis erhielt. Gestaltung des Postwertzeichens durch Daniela Burger, Berlin. Illustration von F.J. Tripp aus Ottfried Preußlers Der Räuber Hotzenplotz durch den Thiemann Verlag in der Thiemann Esslinger Verlags GmbH Stuttgart. Text von Thiemann Esslinger Verlag GmbH Stuttgart. Sonderposterzeichen 100 Jahre Planetarium Deutschland, Michelnummer 3789. Astronomie ist eine sehr alte Wissenschaft. Besonders großen Einfluss auf das wissenschaftliche Weltbild hatte die Beobachtung der Planeten am nächtlichen Sternenhimmel. Die Auswertung der Bewegung der Planeten am Nachthimmel führte im 16. und 17. Jahrhundert zu der wissenschaftlich und auch gesellschaftlichen entscheidenden Einsicht, dass die Sonne und nicht die Erde im Zentrum des Sonnensystems steht. Bei der Gründung des Deutschen Museums von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik bestand daher der Wunsch, die Bewegung der Planeten vor dem Hintergrund des Fixsternhimmels eindrücklich und wirklichkeitsnah, jedoch im Zeitraffer zur Darstellung zu bringen, um sie den Gästen besser erklären zu können. Es entwickelte sich aus diesem Wunsch das Planetarium. Im heutigen Sinne, in einer Projektionskuppel, wird der gestirnte Himmel, wie wir ihn von der Erdoberfläche aus sehen, dargestellt. Gestaltung des Postwertzeichens durch Professor Frank Philippen aus Aschaffenburg. Motiv ISO P. Horalek. Text von Dr. Max Rössner, Gesellschaft deutschsprachiger Planetarien. Sonderpostwertzeichen 100 Jahre Deutscher Rundfunk, Michelnummer 3790. Eine der schönsten Entwicklungen des 20. Jahrhunderts konnte in Berlin verwirklicht werden, der zivile Rundfunk in Deutschland. Am 29. Oktober 1923 eröffneten die Worte: Hier ist der Sender Berlin auf Welle 400, wir beginnen mit dem Unterhaltungsrundfunk. Eine einstündige Darbietung und damit der Beginn eines regelmäßigen Programmdienstes. Nach dieser legendären Sendung aus dem Haus der Schallplatten- und Sprechmaschinen AG war der Empfang offiziell zugelassen und es entwickelte sich ein Massenmedium mit einer Vielzahl an Programmen und diversester Ansprüche. Gestaltung des Postwertzeichens durch Lucia Hein aus Hamburg. Text von Christine Olbiowski, Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Sonderpostwertzeichen 50 Jahre Maximilian Kolbewerk. Michelnummer 3791. Mit einer ersten Solidaritätsspende aus Deutschland für die Opfer der Konzentrationslager begann im Jahr 1964 die Vorgeschichte des Maximilian Kolbe Werkes. Die Gründung des Werkes erfolgte am 19. Oktober 1973.
In Polen war Pater Maximilian Kolbe schon damals sehr bekannt. Der Namenspatron öffnete dem Hilfswerk die Türen in Polen und half, den Hass gegen Deutsche zu überwinden. Seit Gründung steht die direkte Hilfe im Zentrum der Arbeit. Der Auftrag ist bis heute, die noch rund 16.000 KZ- und Ghetto-Überlebenden zu unterstützen. Alle leiden bis heute unter haftbedingten Krankheiten und traumatischen Erinnerungen. Neben finanziellen Direkthilfen unterstützt das Werk die Überlebenden mit häuslicher Pflege, Kuren, Essen auf Rädern, medizinischen Hilfsmitteln und Besuchsdiensten. Gestaltung des Postverzeichens durch Serge Romza und Andreas Hofgart. Node Berlin. Porträtfoto aus dem Maximilian Kolbe-Werk Freiburg im Breisgau. Foto der Rose, katholische Nachrichtenagentur aus Bonn. Text von Andrea Steinhardt, Maximilian Kolbe-Werk, Freiburg im Breisgau. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!